Und wir haben diese Krise noch nicht überwunden. Darum war es für uns als Volkspartei in diesem Jahr so wichtig, dass wir denen, die tatkräftig, die voll engagiert in diesem Land unterwegs sind, auch die Sicherheiten geben. Für mich ist entscheidend für Salzburg, wie gesamt für den Finanzsektor in Österreich. Wir brauchen in so einer Situation eine kompetente und eine ruhige Hand, die das führt. Und wenn das in Salzburg nicht mehr möglich ist, müssen es eben andere tun. Aber eines ist schon klar, die politische Verantwortung wird deswegen nicht weggenommen. Die muss man auch dann durchaus auch vor der Öffentlichkeit vertreten, wenn man nicht nur Schönwetter hat, sondern auch wenn es schneit, wenn es regnet, wenn der Sturm einem ins Gesicht bläst.